der Primera Division in Spanien. Der FC Barcelona, Meister der letzten drei Jahre an der Spitze. Barcelona in traditionellen Farben, in Ballbesitz. Das ist der Pole Roman Kosiecki, der von Osasuna zu Atletico Madrid gewechselt ist. Koeman. Eusebio, Baquero und Laudrup. Und Solo Sabal. Atletico Madrid bekannt als kontergefährliche Mannschaft. Der schnelle Roman Kosiecki zeigt sofort Ferrer die Hacken. Und Zubizarreta, seit kurzem Rekordnationalspieler. Und dann der FC Barcelona. Laudrup, Baquero und Romario. An Solo Sabal vorbei, fintiert. Und toller Reflex von Diego. Hier sehen wir nochmal den Brasilianer. Er fintiert zweimal und dann mit der rechten Hand kann Diego den 0:1 Rückstand verhindern. Piri zweikampfstark gegen Amor. Und Schwalbe von Kosiecki. Aber Lässigkeit vorher von Goycochea und Antonio Jesus Lopez Nieto zeigt dem Polen die gelbe Karte. Schauen wir. Ein Schwalbenflug im Herbst. Diese Kameras entlarven Roman Kosiecki. Das hat er eigentlich gar nicht nötig. Romario. Guardiola. Eusebio. Schön gespielt von Amor. Baquero, Guardiola, abseits von Romario, aber Begiristain steht nicht im Abseits und 1:0. 14 Minuten gespielt, 1:0 Führung für den FC Barcelona. Ein toller Auftakt hier vor 40.000 im Vicente Calderon. Und die Fans vom FC Barça können jubeln. Schauen wir nochmal, Romario im Abseits. Lopez Nieto lässt weiterspielen. Begiristain nicht in Abseitsposition. Und so kommt Romario zu seinem 7. Saisontor. Nach dieser Vorarbeit von Begiristain. Beinschuss gegen Diego. Und Luis Garcia am Oberschenkel bandagiert. Der mexikanische Torjäger muss bereits nach 15 Minuten das Feld verlassen. Für ihn kommt Kiko, der früher bei Cadiz spielte und vor Saisonbeginn zu Atletico Madrid stieß. Und jetzt Quevedo. Manolo hat sich da in die Spitze gemogelt, kommt vor Ferrer mit dem Kopf an den Ball. Vor zwei Jahren Torschützenkönig in Spanien mit 27 Treffern. In der vergangenen Saison lief es nicht so gut, da erzielte Manolo nur 5 Treffer. Hier wird Koeman überflankt und Zubizarreta. Ein Mann mit Konstanz, ein Mann mit Klasse. Piri. Das ist Kiko, Olympiasieger mit Spanien 92. In dieser Olympiasiegermannschaft Torjäger Nummer 1. Guardiola. Goycochea wieder einmal auf der Linksverteidigerposition und Laudrup, der zuletzt gegen Oviedo zuschauen musste. Der Däne mit seinen bekannt gefährlichen Dribblings. Riskantes Spiel von Solo Sabal. Lopez. Das ist Caminero auf Kosiecki. Und Piri. Keine Probleme für den Rekordnationalspieler für Zubizarreta. Jüngst löste er Camacho ab.
mit seinem 82. Länderspiel. Romario, was macht er gegen Solas Abal? Er macht ein Tor. Und was für ein Tor. In der 24. Minute das 2:0. Ein Augenschmaus. Ein Spieler, der wirklich Fußball von einem anderen Stern spielt und Diego natürlich frustriert. Brust mit dem rechten Fuß legt er sich den Ball vor. Und auf den entscheidenden Metern ist er schneller als Solosabal und lässt Diego keine Chance. Eine Topleistung, eine Weltklasse-Studie von Romario. 2:0 nach 24 Minuten für die Männer von Johan Cruyff im Vicente Calderon im Topspiel der spanischen Meisterschaft am 9. Spieltag. Und es geht munter weiter. Ballverlust von Laudrup. Caminero, der von Valladolid kam. Und Kosiecki an Zubizarreta vorbei. Kosiecki, Roman Kosiecki bereitet der Abwehr von Barça die meisten Schwierigkeiten. Eusebio, nochmal Kosiecki. Er trifft das Netz, aber nicht das Entscheidende, nur das Außennetz. Begiristain wird ausgewechselt. Er hat signalisiert, dass er nach seiner Verletzung noch nicht wieder fit ist. Nadal kommt in der 31. Minute. Antonio Jesus López Nieto, 35 Jahre alt, Kaufmann aus Malaga, der Schiedsrichter und hier der Linksschütze Piri. Und Pedro. Was für ein Hammer aus 30 Metern. Die Abwehr vom FC Barcelona spielt mit dem Feuer und Zubizarreta ist nicht selten zu bedauern. Ferrer. Bisher eine hochklassige Partie, ein Superpass von Laudrup auf Romario. Das kann es nicht sein. Unglaublich. 3:0 nach 34 Minuten. Tor Nummer 9 für den kleinen Wunderstürmer aus Brasilien. Blitzsauber in die Gasse gespielt von Laudrup. Der tödliche Pass. Und Romario zur Abwechslung mal mit rechts. Seine Stärke, die Stärke des Dänen. Und die Superstärke des Brasilianers. 3:0 im Vicente Calderon für den FC Barcelona in einer Traumpartie. Piri. Ist damit Atletico Madrid schon am Boden. In der vergangenen Saison gelangen 6 Vergleichen innerhalb der Meisterschaft, innerhalb des König Cups, innerhalb des Super Cups nicht ein Sieg. 5-mal triumphierte der FC Barcelona, lediglich einmal gab es ein Remis, das wir eingangs gesehen haben, das 1:1 im Nou Camp im Februar dieses Jahres. Herbe deftige Niederlagen hagelte es im Königscup. 0:5 hier und 0:6 im Nou Camp. 3:0 für den FC Barcelona. Ferrer. Und Lopez. Atletico steckt nicht auf. Besonders Kosiecki. Und Manolo
Goikoetxea nimmt in diesem Falle Zubizarreta die Arbeit ab. Das hätte das 1:3 sein können. Nochmal aus anderer Perspektive Kosiecki und dann Manolo. Und hier sehen wir, wie Goikoetxea mit dem rechten Fuß dazwischen war. Was kann der Tabellenzehnte Atletico Madrid aus diesem Eckball machen, kurz vor der Halbzeit beim Stande von 3:0 für den FC Barcelona? Kosiecki. Tja, hier ist sich López Nieto wahrscheinlich nicht ganz sicher gewesen, aber die Kamera wird, glaube ich, verdeutlichen, dass Kosiecki wieder einen Schwalbenflug angesetzt hat, ohne dass ihn Baquero berührt hat. Hier. Was bringt dieser Eckball durch, Pedro? Einen Kopfball von López. Atletico Madrid hat auch ein bisschen Pech. Denn das hätte das 1:3 kurz vor der Pause sein können. Ja, sein müssen. Zubizarreta und Koeman behindern sich hier gegenseitig. Zum Schluss 10 Ballstaffetten mit 5 Direktpassagen. Koeman, das erste Mal Direktspiel. Goikoetxea. Baquero. Nadal, das zweite Mal Direktspiel. Ferrer. Amor, das dritte Mal Direktspiel. Koeman, das vierte Mal Direktspiel. Guardiola. Laudrup. Baquero, das fünfte Mal Direktspiel. Und dann Romario. Den sechsten Direktpass spielt das Aluminium, der Spielverderber, für Romario. So hätte es zur Pause sogar 4:0 stehen können. Cruyffs Handschrift, 10 Pässe, 5 Direktzuspiele, wobei der Gegner nicht an den Ball kam. Der Pausenstand hatte der unparteiische Antonio Jesus López Nieto ein leichtes Amtieren. Hier wird López verwarnt in der zweiten Halbzeit. Wird der FC Barcelona seine Konzeption durchdrücken können oder kann hier Atletico schon den Anschluss erzielen durch Kosiecki? 47 Minuten gespielt. Vielleicht gelingt Atletico Madrid nach diesem schnellen Anschluss in der zweiten Halbzeit doch noch ein versöhnliches Resultat. Kosiecki war in der ersten Halbzeit Ferrer ein ums andere Mal entwischt, aber konnte Zubizarreta nicht bezwingen. Hier erzielt er sein erstes Saisontor. Der polnische Nationalspieler. Und Jubel auf der Bank mit Cacho Heredia, dem Übergangstrainer. Gelbe Karte gegen Amor. Tja, mit der linken Hand grapscht er in das Gesicht von Peri. Weiterhin 3:1 für den FC Barcelona. Aber Atletico Madrid hat Aufwind bekommen durch den Anschlusstreffer von Roman Kosiecki, den wir hier sehen. 27 Jahre alt. In der vergangenen Saison erzielte er in der Primera Division 8 Tore.
Zweikampf zwischen Manolo und Goikoetxea. Der spanische Fußball auf Clubebene, ja ähnlich wie der deutsche, mit 6 Vertretungen im Europacup noch dabei. FC Barcelona spielt bei Austria Wien und Atletico auf Kreta. Und die Mannschaft kommt. Caminero. Manolo. Piri. Amor verheddert sich. Der FC Barcelona in dieser Phase mit ein wenig Nonchalance. Das 3:0 zur Pause nach einer erstklassigen Vorführung hat die Mannschaft etwas überheblich werden lassen. Klare Abseitsposition von Kiko. Koeman, der bisher schon wichtige Treffer erzielt hat im Europacup gegen Dynamo Kiew, gegen Austria Wien, in der Weltmeisterschaftsqualifikation gegen England, in der Meisterschaft traf er noch nicht ins Schwarze. Gelb für Caminero, der hier Ferrer fault. Schade, schade. Es fällt jetzt ein kleiner Schatten auf die hochklassigen ersten 45 Minuten. Atletico Madrid gewann bisher zu Hause 2-mal, 3:2 gegen Vigo, 1:0 gegen Logroñés. Und das ist der härteste, der unnachgiebigste Verteidiger beim FC Barcelona. Spötter meinen, es ist der einzige. Alle anderen treibt's nach vorn. Laudrup. Ballverlust gegen Lopez. Caminero. Ein Gewinn für Atletico Madrid. Kosiecki. Und mit der 2 Quevedo. Baquero, er erzielte zuletzt beim mageren 1:0 gegen Oviedo das einzige Tor, der Kapitän mit der 6. Und Manolo. Laudrup hat wieder zur Rückkehr in die Nationalmannschaft gefunden, spielt dort zusammen mit seinem Bruder Brian Laudrup, der ja erfolgreich war mit einem Tor in der italienischen Meisterschaft. Ja, böses Foul von Juanito, dem Libero. Koeman. Eusebio, er spielte früher hier bei diesem Club bei Atletico, der Mann mit der 5 beim FC Barcelona. Jetzt am Ball. Solosabal. Atletico jetzt zweikampfstärker. Quevedo. Caminero. Ja, jetzt noch ein Anschlusstreffer. Dann wäre hier die Hölle los im Vicente Calderón. Pedro. Und der FC Barcelona über Baquero. Romario auf Laudrup. Romario, der überragende Mann der ersten 45 Minuten hier in Abseitsposition.
In 107 Spielen erzielt er 98 Tore beim PSV Eindhoven. Und torhungrig ist heute Kosiecki, der hier gerammt wird von Abwehrchef Kuhmann. Da muss es gelb nach sich ziehen. Keiner ist am heutigen Abend in der Lage, Roman Kosiecki mit fairen Mitteln aufzuhalten. Freistoß für Atletico Madrid. Bei einem nach wie vor komfortablen Vorsprung von 3:1 für den FC Barcelona. Aber das frühe Anschlusstor von Kosiecki in der 47. Minute hat Atleticos Chancen, Barcelona noch zu gefährden, erhöht. Und die Chancen werden größer durch diesen Freistoß von Pedro in der 55. Minute. Da sah Zubizarreta nicht allzu gut aus. 2:3. Der FC Barcelona wankt, noch ist er nicht gefallen. Halbherzige Abwehr. Und Zubizarreta muss diesen Treffer mit auf seine Kappe nehmen. 2:3. Das dürfte noch nicht das Ende sein in diesem Spektakel der spanischen Meisterschaft in der Primera Division. Amor. Nadal. Und Foul von Quevedo gegen Goycochea. Goycochea wechselt meist zwischen der Linksverteidigerposition und der rechten Außenschiene. Hier sehen wir, wie Johan Cruyff mit Ronald Koeman, mit seinem Landsmann im Gespräch ist. Der Name Cruyff auch anderwärtig in den Schlagzeilen. Jordi Cruyff, der 19-jährige Sohn, hat einen Profivertrag bekommen. Er ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler in der B-Mannschaft vom FC Barcelona. Und nun die zweite Auswechslung. Guardiola geht und für ihn kommt Juan Carlos in der 57. Minute. Und das wird auch einen taktischen Wechsel nach sich ziehen. Goycochea wird auf die Rechtsaußenposition wechseln und Juan Carlos nimmt die Linksverteidigerposition ein. Romario in der ersten Halbzeit Weltklasse, in den zweiten 45 Minuten nur noch Normalklasse. Aber das hängt mit dem ganzen Spiel vom FC Barcelona zusammen. Die Mannschaft hat sich jetzt den Powerfußball, den Kraftfußball, den Druckfußball von Atletico Madrid aufzwingen lassen. Romario ist damit nicht ganz einverstanden. Und auch Juan Carlos, der sehr, sehr schnell ist, hat Probleme, Kosiecki zu halten. Oh, dieser Roman Kosiecki wird möglicherweise Mühe haben,
die richtige Kabinentür zu finden. Da muss ja der Kreislauf gelitten haben. Bei diesen Wechselbädern der Gefühle. 3:0 Führung für den FC Barcelona nach 34 Minuten. Mittlerweile nur noch 3:2 Führung. Atletico hat durch Kosiecki und Pedro die Aufholjagd gestartet. In einem sensationellen Meisterschaftsspiel in der spanischen Liga. Ja, ja, da ist Baquero, der Kopfballspezialist, ein wenig am Trikot festgehalten worden. Caminero, López. Laudrup, Eusebio, Baquero. Die Unkonzentriertheiten häufen sich in der Ballmaschinerie vom FC Barcelona. López. Hier haben wir Juan Carlos und Kiko. Nach der Heimkehr von Bernd Schuster hat es noch den Anschein, die Deutschen seien in der Primera Division out. Doch jetzt Uli Stielike, der 39-jährige Trainer von Neuchâtel, ist bei Real Madrid als Sportdirektor, als Generalmanager im Gespräch. Und in einem Telefonat sagte mir Uli Stielike, er sei interessiert an einem Angebot seines früheren Clubs zu einer torgefährlichen Aktion findet. Kuman, Juan Carlos, Laudrup. Caminero. Neben Manolo und Kosiecki vielleicht der Stärkste im Team von Atletico Madrid. Romario. Schkoff, der einzige Trainer vom Thomas Hessler Club AS Rom, hat schon abgewinkt. Er wird dieses Amt bei Atletico nicht antreten. Eusebio. Die Mannschaft von Johan Cruyff nicht wiederzuerkennen in den zweiten 45 Minuten. Eine Halbzeit lang Weltklasse-Fußball. Nunmehr ist man in die Defensive gezwungen worden. Piri. Ein Gewinn, dieser Mann mit der Nummer 11, der 22-Jährige. Piri, nicht verwandt, nicht verschwägert mit der einzigen Reallegende, mit dem heutigen Arzt bei dem königlichen Real Madrid. Eusebio. Hier sehen wir nun Goikoetxea am rechten Flügel. Und Atletico setzt die Akzente. Kosiecki, López. Caminero. Auswärts vermochte der 13-fache Meister FC Barcelona nicht so sehr zu überzeugen. Nur einmal gewann man in Osasuna mit 3:2. Zweimal gab es ein 0:0 gegen Albacete und gegen Bilbao.
Piri. Wie in der Stierkampfarena zwischen Ferrer und Manolo. Vaquero. Romario. Von Juanito. Gebremst, gestoppt. Kosiecki. Und Kiko. Das sind die Bälle, die er braucht. Der lang aufgeschossene mit der Nummer 16, der für Luis Garcia kam. Klassisch von Kosiecki, in den Rücken der Deckung gezogen. Von Zubizarreta weg. Heredia kann es nicht lassen, er will schon mitspielen, der Argentinier. Solosabal. Erneut. Gegen Romario sah er in der Anfangsphase keinen Stich, da entwischte ihm der Brasilianer ein ums andere Mal, besonders auf den entscheidenden ersten Metern. Kiko. Eckball für Atletico Madrid. Und Zubizarreta schreit sich nahezu die Lunge aus dem Hals. Piri. Laudrup. In die Kniepartie von Eusebio gegen Kiko. Freistoß für Atletico Madrid. Oh, das hat schon wehgetan. Caminero. Und Kosiecki. Er macht vielleicht das Spiel seines Lebens hier in Spanien. Der Pole mit der Nummer 10 im Atletico-Trikot. Manolo. Caminero. Ein Mann mit strategischen Fähigkeiten. Kiko. Zwei weiterhin für den FC Barcelona in diesem Spitzenspiel. Und das war das Pärchen der ersten Halbzeit. Romario tanzte ein ums andere Mal Solosabal aus und erzielte 3 Tore. Das erste in der 14., das zweite in der 24., das dritte in der 34. Minute. Da schien Atletico schon out. Doch die Mannschaft ist wieder auferstanden. Und kam durch Kosiecki in der 47. und Pedro in der 55. zum 2:3 heran.
Laudrup kommt auch nicht mehr zu seinen gefürchteten und gekonnten Dribblings. Eusebio, Baquero. Mit langem Ballhalten in den eigenen Reihen versucht der FC Barcelona, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Abschlag von Diego. Ferrer, Vorlage für Kosiecki. Und was macht er? Er macht den Ausgleich. Nicht zu fassen. Nach 0:3, nun 3:3 im Vicente Calderón. Romario, der Held der ersten Halbzeit. Kosiecki, der 27-jährige Pole, der Mann der zweiten 45 Minuten. Freilich Ferrer gab ihm die Vorlage, aber wie dann Kosiecki diesen Lapsus nutzte, das zeigt, dass er ein Stürmer von Klasse ist. 3:3 nach 73 Minuten. Jetzt ist ja alles noch drin. Und Kiko hat da knapp verpasst. Ganz erstaunlich, wie Atletico Madrid den Schock des 0:3 weggesteckt hat. Wie die Mannschaft gefightet hat. Wie sie sich herangetastet hat. Und wie sie zum überraschenden, ja sensationellen Ausgleich gekommen ist. Die Spieler vom FC Barcelona werden es wohl noch lange nach dem Abpfiff nicht fassen können, wie man hier von einer überzeugenden 3:0-Führung noch ins Wanken kommen kann. Vielleicht kann sich aber die Mannschaft von Johan Cruyff noch einmal straffen, denn Piri sieht hier wegen Meckerns die rote Karte. 7 Minuten vor dem Abpfiff. López Nieto kennt da keine Gnade. Oh, das kann ein bitterer Abend für Piri werden. Seine Mannschaft hat sich vom 0:3 zum 3:3 herangekämpft. Aber jetzt hat der FC Barcelona die größeren Trümpfe in der Schlussphase in der Hand. Goycochea. Der Flankengott vom FC Barcelona und López rettet vor Romario. 10 Atletico-Männer gegen 11 Barça-Spieler, 3:3. Nochmal die Flanke von Goycochea und López vor Romario. Eusebio. Romario. 11 Meter oder nicht? Das schien mir keine Schwalbe gewesen zu sein von Romario Caminero im Gegenzug. 89. Minute. Nun steht alles im Vicente Calderón-Kopf. 4:3 durch Caminero. Sein erstes Saisontor. Und möglicherweise gleich das Siegestor. Aber eigentlich möchte ich noch mal die Aktion sehen,
wo López Nieto nicht auf den Punkt gezeigt hat. Hier nochmal der Konter, wieder eingeleitet vom überragenden Kosiecki. Und Caminero vor Ferrer an Zubizarreta vorbei. Ein Wahnsinnsspiel. Atletico Madrid führt mit 4:3 gegen den FC Barcelona. Der Meister muss in einem Spiel so viel Gegentreffer hinnehmen wie in den vorangegangenen 8 Spielen insgesamt. Cruyff und Retschak, sie werden es wohl lange nicht fassen können. Noch eine Auswechslung taktischer Natur. Hier sehen wir nochmal die Aktion. Juanito, ja, der war an Romario dran. Da kann sich Atletico Madrid beim unparteiischen López Nieto bedanken, dass er nicht gepfiffen hat. Hier sieht man es ganz deutlich, dass Romario getroffen wurde. Aber möglicherweise konnte es auch López Nieto aus seiner Position nicht so gut sehen wie wir aus der dritten Kameraperspektive. 4:3 Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Und nun verliert auch Laudrup in der Schlussphase die Nerven und kassiert eine gelbe Karte. Aber auch der eingewechselte Piso Gomez. Gleich wird das Spiel vorüber sein, aber möglicherweise wird es zu den Hits der spanischen Meisterschaft am Ende zählen. Noch einmal 3:0 führte der FC Barcelona nach 34 Minuten durch 3 Romario-Tore. Und dann eine Aufholjagd, wie man sie sich schöner nicht vorstellen konnte, von Atletico Madrid. Nachspielzeit. 4:3 für Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Sollten Sie nicht von Anbeginn dabei gewesen sein, verehrte Fußballfreunde, dann haben Sie etwas verpasst. Dann sollten Sie die Chance der Wiederholung im deutschen Sportfernsehen wahrnehmen. Es lohnt sich. Es war ein Kracher, es war ein Knaller. Hier war alles drin. Cruyff hatte schon vorher angekündigt, wenn es schief geht, dann fliegen die Fetzen. Vielleicht war es noch eine heilsame Lehre vor dem Europacup-Spiel in Wien. So darf eine Weltklasse-Mannschaft wie der FC Barcelona natürlich nicht untergehen. Aber andere werden den immer wieder gültigen, wie lapidaren Satz dagegen halten. Das ist eben Fußball. Schiedsrichterball in den Schlusssekunden. Pfiff im Stadion, man will jetzt den Abpfiff. Das sensationelle Atletico errang das 4:3, als man nur noch 10 Mann auf dem Feld hatte. Nach der roten Karte von Piri und hier gelungene Parade. Eine Showparade für die Galerie von Diego. Nach der Frustration, nach 3 Gegentoren, nach dem Schock, er nun auch mit dem Gefühl des Erfolgstorhüters. Das Spiel ist aus. Es war kein normales Spiel. Es war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Vom 0:3 zum 4:3 Atletico Madrid. 3-mal Romario in der ersten Halbzeit. Dann Kosiecki, Pedro Kosiecki und Caminero für Atletico Madrid. Der UEFA Cup-Rival.